Jetzt habe ich hier am Mikrofon Markus Schöffel. Das stimmt. Hallo Ingo. Hallo Markus, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Oh Gott, wir kennen uns richtig lang. Also von allen Tanzwochen, von gemeinsamen Partys. War immer richtig cool. Ja, du bist heute natürlich hier nicht unbedingt in deiner Eigenschaft als ADTV Tanzscout bzw. Tanzlehrer, sondern eher als, ja, wie kann man das sagen, als Animateur? Ja, das Ganze nennt sich... Klingt gut. Ja, weiß ich nicht, ein Stück weit ist das schon Animation. Es geht darum, vor der Sendung das Publikum ein Stück weit abzuholen, nennt sich in der Fachsprache Warm-up, auch wenn es hier so warm ist, ja, völlig egal. Die Leute so ein bisschen durch die Sendung zu begleiten, das ist ja auch für viele völlig neu, wenn eine Kamera leuchtet, dann verstecken sich vielleicht. Und diese gute Laune mag ich vor der Sendung verbreiten, dass es während der Sendung nochmal stimmungsvoller ist. Und da kann ich natürlich aus eigener Überzeugung sagen, das ist dir gelungen, da war sehr viel Stimmung dabei. Ja, das war toll. Also die Leute sind total drauf, haben sich darauf eingelassen. Ist ja auch wichtig bei jeder Party. Du musst dich immer ein bisschen selbst darauf einlassen und haben eigentlich aus eigenen Stücken reagiert. Die klatschen ja nicht, weil ich das möchte, sondern weil sie es selber gut finden, weil sie drauf sind und partybereit sind. Und das, ja, hat geklappt, auf jeden Fall. Ja, Markus, mal eine Frage. Wie gesagt, du bist ADTV, Tanzlehrer, Tanzscout und kreierst immer neue Tänze. Ja, das stimmt. Was ist dieses Jahr angesagt? Also die klassischen Sommertänze gibt es nach wie vor. Wir haben fast alle Hit-Kandidaten hier am Start gehabt beim ZDF, beim Dreh. Lou Bega hat ein neues Ding, Sexbomb, Luna ist wieder am Start. Da habe ich auch mit Luna zusammen, also mit Marie, zusammen die Choreo gemacht. Dann Alvaro Soler mit seinem Animal. Also es sind die potenziellen Sommerhits, worauf getanzt wird. Und rhythmisch hier, du bist ja auch so ein Latino-Typ eigentlich. Danke, danke, danke. Rhythmisch nennt man diesen neuen Weg Latin Fusion oder Fusion Latino. Das ist so eine Fusion, also ein Crossover aus vielen Latino-Rhythmen. Reggaeton, Cumbia, Zouk und so weiter. Auch Salsa ist dabei. Und da diesem Rhythmus bedienen sich im Moment auch die Superstars. Also Ed Sheeran, Shape of You, ist so ein Latino-Sound. Oder Clean Bandit, dann Animal von Alvaro Soler. Ich nenne noch ein paar Namen. Enrique Iglesias mit seinem neuen Ding. Und ja, tolles Ding. Oder Ricky Martin, wie heißt er? Vename oder so ähnlich. Achso, ja, so gut kann ich nicht sparen. Aber das sind alles genau dieser Rhythmus, diese lateinamerikanische Fusion. Und da gibt es natürlich auch einen Tanzstyle zu, klar. Ja, klar, da kommt mir natürlich als DJ entgegen, dass ich jeden Tag damit zu tun habe. Ja. Aber natürlich als DJ, ich tanze nicht so sehr, ich spiele eher die Musik. Werde aber euch nachher bei den Proben zuschauen. Wenn ihr mir das oder wenn ihr uns das erlaubt, dann werden wir bei den Proben zuschauen. Ja, das werden wir da. Also es geht um Marisa, also um Lunas neuesten Sommerhit, den ich auch jetzt in 2 Wochen beim weltgrößten Tanzlehrerkongress in Taco in Düsseldorf vorstellen werde. Da haben wir gemeinsam die Choreo erarbeitet und wir drehen jetzt gleich hier unter den Palmen, tolle Kulisse, ein kleines Dance-Tutorial. Okay, das werden wir uns anschauen. Das war für euch, für die Hörer von OLFM, Markus Schöffel und wir sehen uns. Ja. Viel Spaß.